Liebe Klasse MGF-10a und MGF-10b, ich möchte euch in diesem kleinen Video erklären, wie ich von solchen Werkstücken sowohl das Volumen als auch die Masse berechnen kann. Wenn ihr euch das Ganze anseht, dann findet ihr hier eine Fläche, die ihr berechnen könnt zunächst, und ihr findet hier oben eine Fläche, die ihr berechnen könnt. Ich nenne die Flächen 1 und die Fläche 2. Am besten, wir berechnen zunächst die Fläche 1. 2 mm mal die 9 mm. Das sind dann 18 mm. Und zwar hoch 2, weil es ja Millimeter mal Millimeter waren. Fläche Nummer 2. Dazu muss ich ein Dreieck ausrechnen. Für das Dreieck kennen wir eine Formel, die sagt 1/2 mal Grundseite mal die Höhe. Also 1/2 oder 0,5 mal die Grundseite, das sind wieder die 9 mm, und mal die Höhe mal 4 mm. Und auch das sind wieder 18 Millimeter hoch 2. Die Gesamtfläche kann ich berechnen, indem ich die Fläche 1 plus die Fläche 2 rechne. Dabei kommen raus 36 Millimeter hoch 2. Um das Volumen jetzt zu berechnen, brauche ich eine weitere Formel, und zwar das Volumen ist immer die Grundfläche mal die Höhe. Und ich sehe auch bereits von der Einheit, habe ich jetzt Millimeter hoch 2 mal Millimeter. Das heißt, es kommen Millimeter hoch 3 raus. 432 Millimeter hoch 3 oder Kubikmillimeter. Nachdem wir das Volumen berechnet haben, können wir daraus, aus diesem Volumen, die Masse des Werkstücks berechnen. Dazu brauchen wir zunächst das Tabellenbuch. Im Tabellenbuch findet ihr auf der Seite 27 die Formel zur Berechnung der Masse. Die Masse ist das Volumen mal die Dichte. Die Dichte wird mit dem griechischen Buchstaben Rho dargestellt. Diese Formel aus dem Tabellenbuch schreibe ich zunächst einmal ab, und ich muss mir noch überlegen, welche Dichte ich hier benötige. Und zwar in unserem Fall soll das Werkstück aus einem unlegierten Stahl bestehen. Ich habe unter dieser Formel gleich den Querverweis, und zwar auf die Seiten 124 und 125 im Tabellenbuch. Da werde ich fündig für Werte für unlegierten Stahl. Ich gehe dazu auf die Seite 124 mal. Und wenn ich mir diese Seite ansehe, finde ich hier auf der Seite 125 einen Wert für Stahl unlegiert, und zwar in der Einheit Kilogramm pro Kubikdezimeter. Ich schreibe mir diesen Wert wieder ab. Ich sehe auch schon, dass ich das Volumen in Kubikdezimeter brauche. Das heißt, das Volumen, das ich vorhin in Kubikmillimeter ausgerechnet habe, rechne ich zunächst in Kubikdezimeter um. Von Millimeter auf Zentimeter zunächst ist der Umrechenfaktor 10. In unserem Fall ist es allerdings Millimeter hoch 3, deswegen der Umrechenfaktor 10 mal 10 mal 10. Das heißt, ich muss das Komma um 3 Stellen nach links verschieben. 1, 2, 3.
Dann bin ich bei Kubikzentimetern. Um das Ganze in Kubikdezimeter brauche ich nochmal das Komma um 3 Stellen nach links. Damit ich auf meine Kubikdezimeter komme. Ich hatte 0,432, 1, 2 und ich brauche noch eine 0. Und wenn ich mir das jetzt nochmal anschaue, ich habe jetzt insgesamt das Komma um 6 Stellen verschoben. Kontrolliere es nochmal. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Damit passt das. Jetzt kann ich die Masse relativ einfach berechnen. Und zwar, ich schreibe hier diese Formel erst nochmal hin. Volumen mal der Dichte Rho. Und ich kann gleich weitermachen. Mal der Dichte. Und zwar mal die 7,85 Kilogramm geteilt durch Dezimeter hoch 3. Und ich sehe auch schon, die Einheit kürzt sich raus. Und es kommen Kilogramm raus, so wie ich es auch möchte, für eine Masse. Ich tippe diese Werte in den Taschenrechner ein. Es kommt ein sehr kleiner Wert dabei raus, weshalb ich gleich den Wert nochmal 1000 rechne und gebe diesen Wert eben nicht in Kilogramm an, sondern direkt in Gramm. Und zwar sind dann 3,39 Gramm. Damit habe ich die Masse berechnet. Es scheint sehr, sehr wenig zu sein. Aber wenn ich mir überlege, es ist tatsächlich ein sehr, sehr kleines Teil. Wenn ich mir überlege, eine Breite von gerade mal 9 mm, eine Tiefe gerade mal von 12 mm, das heißt diese 3,39 Gramm, wenn das Ganze aus Stahl besteht, erinnert einen von der Größe her eher an ein Haus bei Monopoly. Also es kommt durchaus hin, dieser Wert. Ein Hinweis noch, und zwar, es wird immer sehr, sehr gerne dieser Wert in Kubikdezimeter verwendet und auch hier dieser Wert der Dichte immer in Kilogramm pro Kubikdezimeter verwendet, und zwar bei 1 Kubikdezimeter ist das gleiche wie 1 Liter. Das heißt, ich kann mir vorstellen, wenn ich eine Literflasche habe und die ist komplett aus einem unlegierten Stahl, das heißt, diese Literflasche ist komplett ausgefüllt mit unlegiertem Stahl, dann würde diese Flasche, diese Literflasche, genau 7,85 Kilogramm wiegen. Macht es gut, bis bald.